In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter Surfshark genauer an. Die Marketing-Website hat mich eher skeptisch gemacht. Ob mich der VPN jetzt am Ende doch überzeugen konnte, seht ihr nach dem Intro. Ein wichtiger Punkt beim VPN-Kauf ist ja die Geschwindigkeit und da kann Surfshark eben mit dem WireGuard-Protokoll punkten. In der Spitze konnte ich mit WireGuard 600 Mbit pro Sekunde erreichen, bei einem gleichen Server mit OpenVPN-Verbindung bin ich nur bei 227 Mbit pro Sekunde gelandet. Bei der Geschwindigkeit ist auch noch positiv anzumerken, dass die Software transparent anzeigt, wie ausgelastet die Server sind, das ist auch nicht selbstverständlich und es gibt auch noch ein Speedtest-Feature, das es ermöglicht, Speedtests gegen die einzelnen Server abzuschießen. Leider ist der Speedtest ein bisschen kurz, sodass die Ergebnisse nicht ganz so aussagekräftig sind, aber immerhin bieten sie einen Anhaltspunkt für schnelle Server. Und damit wären wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich der Sicherheit, die ja auch nicht zu vernachlässigen ist, wenn man ein VPN kauft. Surfshark wirbt damit, dass keine Logs angelegt werden und da muss man sich halt wie immer auf den Anbieter verlassen. Zudem sind die Server im RAM, also RAM-Only-Server nennen die das Ganze. Das heißt, wenn die Server mitgenommen werden, löscht sich theoretisch der RAM und ja, es ist nichts mehr nachweisbar. Bei der Sicherheit ist der DPI-Bypass auch noch positiv zu erwähnen. Was meine ich damit? Komplizierter Begriff, ist aber schnell erklärt. DPI bedeutet Deep Packet Inspection und das ist eine Technik, die von Sensoren angewandt wird, um zu erkennen, dass ein VPN da aktiv ist und die Verbindung zu terminieren. Das wird zum Beispiel aktiv in China gemacht, in Russland und in der Türkei. Dort versucht die Regierung herauszufinden, wer einen VPN benutzt und versucht, diese Verbindung zu unterbinden. Dagegen kann sich Surfshark immerhin wehren und das ist bei der Sicherheit auf jeden Fall ein Pluspunkt. Bei der Frage, wie Surfshark überhaupt verschlüsselt, sieht es ein bisschen schlecht aus. Es wird wohl AES-Verschlüsselung verwendet, das ist aber auch alles, was man an Infos bekommt. Ich habe jetzt keine technischen Analysen gemacht. Ich bin auch der Meinung, der VPN-Anbieter sollte das transparent darlegen, welche Authentifizierungsmethoden er mit welchem Protokoll verwendet. Also OpenVPN benutzt wieder andere Verschlüsselungsmethoden als WireGuard oder auch die Authentifizierungsmethoden gegenüber dem Server sollten dargelegt werden. Das ist bei Surfshark nicht der Fall oder ich war zu blöd zu finden. Das kann natürlich auch sein. Es gibt eine Riesenseite, die sich nur mit dem Thema AES beschäftigt, aber zu den anderen Dingen wird eben nichts gesagt. Ein anderer positiver Punkt ist noch, dass ich keinen IP-Leak feststellen konnte. Also weder im DNS noch WebRTC wird die IP geleakt und es gibt auch zusätzlich noch einen Killswitch, um das Ganze weiterhin zu unterbinden. Das war's mit der Sicherheit. Kommen wir zu den Features. DPI-Bypass habe ich ja gerade schon erwähnt gehabt, liste ich hier der Vollständigkeit halber aber nochmal auf. Surfshark bietet auch eine Software für viele Geräte, darunter auch den Fire TV und das ist vor allem dann interessant, wenn ich eben Streams schauen möchte, die durch Geoblocking zensiert wurden. Trotz der verschiedenen Softwareversionen ist aber auch eine manuelle Einrichtung möglich, so zum Beispiel auf dem Router oder über die OpenVPN-GUI. Kommen wir jetzt aber zur Software von Surfshark. Die bietet ziemlich viele Möglichkeiten, da gibt es gar nicht so viel zu meckern. Also zum Beispiel kann man zwischen den Protokollen hin und her schalten oder die schon angesprochenen Speedtests gegenüber den Servern machen. Was mich aber gestört hat, ist einfach die Bedienung. Ich finde das Ganze absolut unintuitiv und ich kann bei manchen Punkten nicht verstehen, warum die sich unter der einen Option verstecken und nicht unter der anderen. Zum Beispiel unter Konnektivität hätte ich jetzt erwartet, die Speedtests zu finden, die finde ich aber unter erweitert. Und neben den normalen Einstellungen gibt es auch noch einen Feature-Tab. Ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und ich muss jedes Mal wild rumklicken, wenn ich eine Funktion suche. Das könnte wirklich besser gemacht sein. Dann ist aber auch noch ein völlig unnützes Feature dabei, nämlich CleanWeb. Das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung. Im Grunde stört es nicht. Bringt aber auch nicht viel. CleanWeb ist ein DNS-Blocker, das heißt, da werden einfach Domains geblockt, von denen bekannt ist, dass sie Werbung oder Tracker ausspielen oder auch Malware. Das hat aber halt auch schon jeder Browser mit dem Add-on oder fast schon ohne Add-on teilweise integriert. Zudem kann ich auch kostenlose DNS-Server im Internet benutzen, die das gleiche Feature haben oder ich kann mir im Heimnetz einfach ein Pi-hole hinstellen. Es schadet nicht wirklich was, aber im Browser hat mir das überhaupt nichts genutzt im Grunde, da musste ich trotzdem meinen uBlock Origin als Werbeblocker einschalten. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar zu der Preisgestaltung von Surfshark. Und die ist doch recht interessant. Zum Beispiel kostet ein Monat immerhin teure 11 Euro, da sind andere VPN-Anbieter deutlich günstiger.
Nehme ich aber das 2-Jahres-Paket, zahle ich nur noch 2,11 Euro im Monat oder bei 12 Monaten 4,22 Euro im Monat. Gerade die Laufzeit mit den 12 Monaten finde ich ein faires Angebot. 4,22 Euro im Monat, da kann man nicht wirklich viel dran aussetzen. Vor allem ist das ja einer der VPNs, der die meisten Features bietet. Wenn wir jetzt schon von den Preisen sprechen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Affiliate-Link zu dem Anbieter benutzt. Bevor ihr euch jetzt aber für Surfshark entscheidet, schaut doch mal auf meinem YouTube-Kanal generell vorbei. Ich habe regelmäßig VPN-Tests drin. Nur ganz wenige schaffen bei mir gute Wertungen. Surfshark ist jetzt einer von denen, kann ich als Fazit, denke ich mal, sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt zu meckern hatte. Aber insgesamt ist das, denke ich mal, ein guter VPN-Anbieter. Andere interessante VPN-Anbieter wären noch zum Beispiel TorGuard. Dazu habe ich natürlich auch ein Video. Und RVPN. TorGuard ist deshalb interessant, weil auch die mittlerweile WireGuard unterstützen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und Daumen nach oben und gerne könnt ihr auch mal einen Kommentar da lassen, was euer Lieblings-VPN ist.